Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und heute bin ich jetzt hier gerade im Gewächshaus. Hier ist ein Teil meiner Jungpflanzen, die ich gerade vorziehe. Die möchte ich euch zeigen. Also in dem Video möchte ich euch allgemein meine Jungpflanzenvoranzucht dann noch zeigen, wie einfach das Update, wie es momentan ausschaut. Dann gehe ich noch später ins Haus. Da ist der Hauptteil der Pflanzen. Und dann gehe ich natürlich ein bisschen auf die Bereiche ein, warum ich jetzt zum Beispiel hier Jungpflanzen im Gewächshaus habe und warum ich die in den Keller reinstelle mit den entsprechenden Beleuchtungen. Und da möchte ich auch nochmal auf die verschiedenen LED-Lampen eingehen, also auf die farbigen, auf die blauen und die roten, die so eine Mischung haben, und auf die kaltweißen und welche Erfahrungen ich gemacht habe. Da gibt es bei manchen Leuten immer so Zwiespalt, oder die sind dann immer ganz unsicher, welche LED-Lampen sie dann nutzen möchten. Und da möchte ich einfach meine Erfahrungen von den letzten Jahren euch auch einfach mal mitgeben. Und ich glaube, ich sollte nicht so lange fackeln. Ich möchte euch lieber mal ein paar meiner Jungpflanzen jetzt hier so zeigen. Ja. Dann fangen wir mal hier in dem Kistchen an. Also hier drüben können wir verschiedene Kohlsorten sehen. Ich glaube, das ist ein Spitzkohl, und das dahinter ist der frühe rote Rosenkohl. Hier habe ich dann noch ein paar Salate und Kohlrabi. Also die habe ich alle schon Anfang Januar draußen im drinnen im Haus vorgezogen. Bei ungefähr 20 Grad sind die dann aufgekannt nach ein, zwei Tagen. Habe dann gemerkt, dass es dann für die viel zu warm ist. Bei Salat sieht man jetzt halt, dass die dann recht schnell anfangen zu vergeilen. Und dann habe ich sie erstmal kühler gestellt, habe sie dann oben in den Speicher reingestellt. Da habe ich jetzt auch gerade Pflanzen, da gehe ich auch später gleich hoch. Aber dann habe ich mir gedacht, dann stelle ich sie einfach ins Gewächshaus über den Tag hin, weil es hier sowieso eher länger hell ist als in den Häusern. Also zum Beispiel, wenn es dämmert um 5:30 bei uns, dann ist draußen, also im Haus ist es dann schon dunkler. Natürlich, weil es ja nicht so wie ein Gewächshaus zum Beispiel jetzt nur Licht durchlässt. Da sind ja Mauern. Und hier im Gewächshaus ist es dann noch ein bisschen heller und hier ist es kühler. Das heißt, die Pflanzen haben für die Temperaturen genug Licht. Sogar mehr als ausreichend, schießen dann nicht mal in die Höhe. Und das ist auch so eine Möglichkeit, wie ihr vielleicht euren Salat ein bisschen entgeilen könnt. Also, dass er nicht so in die Höhe wächst, sondern mehr Wurzelwerk bildet. Und die habe ich, wie gesagt, schon Anfang Januar ausgesät. Das da hinten ist der Kohlrabi Superschmelz. Hier drüben habe ich auch schon ein Experiment. Das ist Fenchel, weil ich Fenchel gerne entsafte. Habe ich den auch schon mal für die Vorkultur, für die Tomaten hier reingesetzt. Das ist eine frühe Sorte für Spätherbst oder für die frühen Frühjahrsmonate, sage ich mal. Dann, das ist ein lila Kohlrabi und hier auch nochmal ein bisschen Kohl. Das könnte jetzt hier ein roter Spitzkohl sein, und das da hinten könnte auch nochmal ganz normales Weißkraut sein, wie man hier in Bayern sagt. Und sonst, was ich hier noch habe, sind ein paar Erdbeeren, die hier überwintern einfach. Denen geht es auch jetzt momentan sehr gut. Und sonst, was ich auch nochmal als Test habe, ist hier rote Beete. Hier kann man auch schon sehen, dass der es in der Wohnung zu warm hatte, aber der tut jetzt schon sich ein bisschen entgeilen. Also das heißt, dass der jetzt wieder ein bisschen besseres Wurzelwerk bildet. Also die lagen hier alle auf dem Boden zum Teil, also hier in der Erde. Aber jetzt werden die schon ein bisschen kräftiger. Also ich tue die dann immer am Abend dann in die Garage zur Sicherheit bringen, weil ich weiß nicht, ob es dann, wenn es hier mal wirklich Frost ist, dass dann die Pflanzen mir nicht absterben. Und in der Garage weiß ich, dass es frostfrei ist. Hier sind dann noch die Zwiebeln. Hier kann man auch schon sehen, dass sie es viel zu warm hatten. Aber dass die jetzt auch hier im Gewächshaus ein bisschen besseres Wurzelwerk bilden, dass die dann sich wieder aufrichten und kräftige Pflanzen werden. Schaut jetzt momentan gut aus. Bin da recht zufrieden, dass ich mich dafür entschieden habe, dass ich sie immer wieder ins Gewächshaus reintrage. In der Früh gehe ich dann auch immer kurz vor 8 raus, bevor es hell wird, und bringe sie raus. Hier ist ein Salat, der ist schon ein bisschen
ja, vergeilter, sage ich mal. Aber da bin ich auch mal gespannt, wie der sich jetzt auch einfach entwickelt. Da sollte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen gießen. Und hier habe ich Kohlrabi, den ich schon pikiert habe. Also da hat er schon vier Blättchen. Habe ich letzten Sonntag habe ich den pikiert und den möchte ich dann auch hier als Vorkultur ins Gewächshaus reinsetzen. Ein, zwei Worte zu der frühen Voranzucht im Januar. Also Voranzucht von Paprika, Chilis oder und Auberginen. Das wird sich schon im Januar lohnen oder auch Physalis, weil die halt so eine lange Kulturzeit haben. Die Pflanzen, die ich jetzt euch gerade gezeigt habe oder auch allgemein jetzt dann später im Video auch noch sehen könnt, das ist jetzt einfach mal so ein Selbstversuch von mir, einfach Erfahrungen zu sammeln. Und natürlich, wenn ihr auch die entsprechenden Möglichkeiten habt, das vorzuziehen. Also wenn ihr zum Beispiel ein Frühbeet oder ein Gewächshaus habt, dann wird sich das lohnen, weil im Freiland ist es dann viel zu kalt. Ich möchte die dann auch schon im März reinsetzen. Und da kann es halt sein, dass ihr je nach Region schon noch Frost oder kühle Temperaturen habt und die einfach nicht raussetzen könnt, weil dann zum Beispiel der Blumenkohl oder der Fenchel oder die rote Beete einfach kaputt gehen würden, weil es ja noch Jungpflanzen sind. Also da müsst ihr halt auch dann wirklich selber schauen. Und auch selber Erfahrungen machen, ob ihr euch dann wirklich sicher sein wollt, dass ihr euch den ganzen Aufwand macht, um mit der Voranzucht im Januar zu beginnen. Bei vielen Sachen reicht wirklich schon Februar oder März aus. Also lasst euch nicht immer verunsichern, weil dann irgendwelche Leute sagen, ja, Januar kann man alles Mögliche vorsehen, Paprika, Gurken, Tomaten oder sowas, oder andere sagen, nee, März reicht vollkommen und argumentieren, weil ihre Großeltern das alles schon vorher gepflanzt haben. Also wie gesagt, wenn ihr die richtigen Verhältnisse habt, die Zeit und auch die Geduld, dann könnt ihr das wirklich ausprobieren. Es kann natürlich auch sein, dass bei mir hier alles in die Hose geht. Also dass der Salat durch Frost oder Spätfröste alles kaputt geht im März, weil da einmal ein Tag kommt minus 10 Grad und im Gewächshaus ist dann auch Frost reingekommen, dann ist alles hinüber. Also es kann natürlich alles Mögliche passieren. Also von dem her macht euch nicht so viel Gedanken oder einen großen Kopf. So groß werden dann die Ernteunterschiede dann auch nicht unbedingt sein. Ich habe mal wieder Post bekommen und zwar habe ich schon wieder bei den Garten-YouTubern Adventskalendern bei einer Garten-YouTuberin diesmal gewonnen und zwar bei Sandlebens Gartenkanal. Vielen Dank nochmal dafür. Hat mich dann wirklich gefreut, dass ich nochmal gewonnen habe. Und zwar habe ich die Stangenbohne bzw. die Prunkbohne aus Kaliningrad gewonnen. Und kleiner Fun Fact, meine Oma und meine Tante leben in Kaliningrad und die Stangenbohne, die ist ähnlich wie die Feuerbohne, die mein Vater immer anbaut, nur dass die schwarze Körner hat, aber das ist, die bildet genauso lange fleischige Hülsen, ist auch rotblühend und auch sehr widerstandsfähig in rauen Lagen. Und ja, das ist also ziemlich das gleiche wie die Feuerbohne, die wir haben. Es sind 16 Korn hier drinnen. Also danke nochmal dafür. Ich finde es immer wieder wunderbar, Saatgut weiterzugeben. Ist wirklich was Schönes, einfach die Sorten weitergeben. Und wenn wir schon beim Thema Saatgut sind, ich habe dann nochmal einen Geschenkgutschein von Dreschpflege von ihr bekommen, 10 Euro. Werde ich mich da ein bisschen austoben, schauen, was ich mir bei Dreschpflege für Saatgut nochmal hole.
Das ist auch wirklich ein wunderbarer Saatgutlieferant bzw. Anbieter. Haben jetzt momentan Probleme mit ihrem Online-Shop, also sind sehr begehrt und sehr viele Bestellungen haben sie. Deswegen gibt es da ein paar Engpässe. Aber trotzdem, danke nochmal. Ich glaube, Nadine, so heißt du, glaube ich. Wenn nicht, dann Entschuldigung dafür, aber jedenfalls danke dafür für dieses wunderbare Geschenk. Und viel Erfolg auch bei dir weiterhin im Garten. Wir haben ja auch ein bisschen ausgetauscht, schon geschrieben. Ich wünsche dir viel Kraft und Energie und viel Freude natürlich dahin. Ich werde dieses Geschenk in Ehren halten, werde die auch anbauen. Ich werde natürlich auch euch auf dem Laufenden halten, beziehungsweise dich. Und da werde ich mal schauen, was ich mir speziell für Saatgut holen werde. Hab schon so viele Sorten, aber man findet ja immer irgendwas. Und das werde ich euch dann auch, dann wenn es soweit ist, mitteilen. So, angekommen im Keller, kann man jetzt hier so einen groben Überblick über eine Überwinterungsstation und Jungpflanzenanzucht mal sehen. Und dann möchte ich mal einfach mal hier jetzt zum Beispiel anfangen. Also ganz herkömmlich natürlich Stecklingsvermehrung. Also das ist jetzt zum Beispiel schwarze Johannisbeere. Da habe ich zum Beispiel viel zu viel von den schwarzen Johannisbeeren. Also wenn da Interesse besteht, gebe ich gerne weiter. Ich habe da schon keinen Platz mehr für die ganzen Johannisbeeren. Hier habe ich Feigenstecklinge. Eine hat schon angewurzelt. Finde ich super. Das ist die Sorte Brown Turkey. Die habe ich dann auch von der Tauschbörse zum Beispiel zugesendet bekommen. Hier vorne Ingwervorenzucht. Also auch schon angefangen zu keimen. Hier hinten kann man auch schon kleine Austriebe sehen. Und sehr interessant im Vergleich zu Kurkuma ist, dass Ingwer zuerst, keine Ahnung, diesen Stiel dann so bildet und dann seitliche Blätter ausbildet, während Kurkuma, zum Beispiel habe ich ja hier diese Riesenpflanzen, solche Blätter ausbildet. Die hat sich jetzt auch schon stabilisiert und das ist eine Monsterpflanze, muss ich schon sagen. Also hier einmal Kurkuma, da hinten eine Avocado. Hier auch nochmal eine Süßkartoffel, ein Steckling, den ich überwintert, also von der Sorte Sakura ist das der Steckling. Und das ist jetzt ein Physalis Steckling, der letzte, der bei mir durchgekommen ist. Der ist auch schon riesengroß, den habe ich schon im November geschnitten. Und der wächst einfach wie die Hölle. Keine Ahnung, welche Sorte das ist, ehrlich gesagt. Dann hier sind dann auch nochmal zwei Feigen. Ich glaube, die eine ist Brown Turkey, auch wieder die gleiche Sorte von Stecklingen. Und das ist die Sultane, glaube ich. Steht hier auf dem Schild. Ne, das ist die Brown Turkey. Das ist dann die andere, ist dann die Sultane. Hier auch nochmal Avocado. Ich habe ganz schön viele Avocados. Das ist jetzt eine Feige von meiner jetzigen Feige, die ich draußen gepflanzt habe, Roi de Bordeaux. Ist auch eine Feige, die minus 15 Grad winterhart ist. Hier drüben noch mehr Avocados. Hier auch nochmal Kurkuma-Stecklinge, oder nee, Kurkuma-Wurzeln, die wurzeln sollen. Und hier auch noch mehr Kurkuma und Ingwer. Da habe ich auch schon ganz schön viele. Hier sind jetzt zum Beispiel auch nochmal alles Kurkuma-Pflanzen. Also zum Beispiel gab es in einem Laden, ich glaube das war Edeka, da gab es Bio-Kurkuma und haben schon so viele ausgetrieben. Also dann habe ich die einfach alle mitgenommen und in die Erde gesetzt und die haben alle angewurzelt. Deswegen habe ich jetzt hier ganz schön viel Kurkuma. Ingwer habe ich auch schon einige Pflanzen. Die anwurzeln, dann mal schauen, wo ich den alles hinstellen möchte. Und jedenfalls hier, das ist jetzt die Vorzucht von Chili und Aubergine, kann man jetzt wegen dem Licht nicht ganz so gut sehen. Mal schauen, das sind jetzt hier alles kleine Auberginenpflanzen. Jetzt auch schon, die habe ich Anfang Januar reingesetzt. Haben ungefähr 2 Wochen gebraucht, bis sie rausgekommen sind, weil es hier unten nicht ganz so warm ist. Sie keimen hier ungefähr bei 20 Grad. Und hier
Das sind jetzt alles Chilis. Von dem letzten Video, von den Sorten, die ich vorgestellt habe, sind jetzt zwei Sorten nicht rausgekommen. Eins ist die Chocolate Reaper, eine der schärfsten Chili der Welt. Es ist ein bisschen schade, dass die nicht so rausgekommen ist. Und hier die Black Beauty Aubergine, da warte ich noch, bis die rauskommt. Es ist jetzt ungefähr Ende, Anfang Februar. In dem Zeitraum, da habe ich jetzt auch schon angefangen, Paprika auszusehen. Und der hat schon angefangen zu keimen nach 3 Tagen, weil ich den oben im Wohnzimmer hatte. Dort ist es ein bisschen wärmer als hier unten. Wir haben eine Fußbodenheizung, müsst ihr wissen. Also ist auch ungefähr immer so ungefähr 25 Grad. Und bei den Paprika, die Sorten würde ich euch jetzt nicht speziell sagen. Lasst euch einfach überraschen. Da möchte ich mich auch ein bisschen davor drücken, wenn irgendjemand Erwartungen hat, wenn ich den jetzt meine Sorten aufziehe, dass dann die Sorte dann doch nicht in meinen Videos aufkommt. Also lasst euch einfach mal ein bisschen überraschen, welche bunte Vielfalt ich dieses Jahr geplant habe an Paprikas. Kann sich natürlich auch alles ändern. Und sonst schauen wir uns mal hier oben ein paar die Pflanzen an. Hier auch wieder Kurkuma. Hier, das ist Beinwell. Möchte ich dieses Jahr primär anbauen, weil Beinwell eine super Pflanze für Bienen sein soll. Und deshalb habe ich mir einfach ein paar Samen bestellt und habe die auch schon in Erde reingesetzt. Da habe ich überall Beinwellsamen reingetan. Die Pflanze ist schon nach 2 Tagen aufgekeimt. Hat einen kleinen Geilwuchs, wie man sehen kann. Da muss man mal schauen, welches Licht die am besten gefällt. Das Rotlicht mag sie vielleicht nicht ganz so sehr. Mal schauen, hier habe ich überall noch ein bisschen Blaulicht. Aber bei Beinwell ist es halt auch so, dass die Pfahlwurzeln auch andere Beikräuter unterdrücken. Also kann man gut als Beetumrandung zum Beispiel nutzen, Beinwell, weil er halt Pfahlwurzeln bildet und auch sehr viel Blattmasse ausbildet. Das heißt, dass es auch die später auch für Jauchen nutzen kann, das Blattwerk oder die Blattmasse oder auch zum Mulchen, also eine super Permakulturpflanze. Und da möchte ich halt Beinwell noch mal weiter ausprobieren. Das ist jetzt eine Steckling von meinem Wein. Und daneben, also die Pflanze hier, das ist eine usbekische Traube, die ich aus Kern rausgezogen habe. Und die ist jetzt auch schon schön groß geworden. Also hier Traubensstecklinge, finde ich auch wirklich sehr schön. Und dahinter kann man jetzt vielleicht nicht so gut sehen, also das da. Das ist eine Kaki von dem Kern rausgezogen. Mache ich auch gerne. Also Bäume aus Kernen pflanzen, weil man hier kann man auch schon wieder sehen, weitere Avocado. Hier ist auch noch meine Feige Roi de Bordeaux und meine große Banane, die Manzana aus Costa Rica, also die Banane, die nach Apfel schmeckt. Und sonst, was ich hier vorne auch noch habe, das ist die Graviola, das ist eine Stachelanone, vielleicht kennen manche von euch Cherry Moya. Das ist so eine ähnliche, also ich war ja in Costa Rica, da gab es ja Graviola. Und das sind jetzt alles aus Kernen gezogene Mini-Graviolas. Da habe ich auch jetzt schon 10 oder 20 Stück, auch oben in meinem Zimmer, weil die halt mehr Halbschatten oder Schatten mögen. Also die wachsen in den Tropen hinter größeren Tropenbäumen, die Schatten werfen. Sonst habe ich hier noch 2 Mangos, auch einfach zum Spaß, weil mir gefällt es, tropische Bäume zu ziehen aus Kern. Hier habe ich auch nochmal eine usbekische Weintraube, die etwas kleiner ist. Hier auch nochmal 2 Stück, hier und hier. Das sind jetzt Cherry Moyas, also auch wieder eine Stachelanone, nennt man auch Zimtapfel. Da habe ich meine Frucht beim Edeka gekauft, die hatten die im Angebot. Und ja, dachte ich mir, warum nicht? Nimm die einfach mal mit, steck die Samen in die Erde und da sind schon wieder ein paar Pflanzen rausgewachsen. Hier in deinem Anzuchtschein ist zum Beispiel die pinke Drachenfrucht und Papaya und Feigensamen, die ich rausziehen möchte oder auch wieder Bäume kultivieren möchte. Ist wahrscheinlich ein Granatapfel. Da habe ich auch Samen einfach in die Erde reingetan. Weiß nicht, ob das wirklich ein Granatapfel ist oder nicht. Und da hinten können wir jetzt noch ein paar Indianerbananen sehen. Die habe ich wirklich aus Samen raus
gezogen, habe ich mir mal Samen bestellt. Die sind stratifiziert, das heißt, die brauchen einen Kälteschock oder ja, Kältereiz, damit die Samen keimen können. Hab ich so die Samen bekommen. Und zu der Jana-Banane oder zu der Pawpaw habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Schmeckt nach Mango und ist halt an unsere, ja, an unsere Klimazone angepasst. Pflanze kommt eigentlich aus Kanada, aus dem hohen Norden. Und ich habe schon einige Bäume draußen bei mir in der Permakultur wachsen. Deswegen, ja, Pawpaw, eine wirklich sehr empfehlenswerte Pflanze oder Baum. Wenn man hier weitergeht, dann habe ich hier zum Beispiel ist im Kühlschrank ein Apfelsamen aufgegangen, beziehungsweise hat angefangen zu keimen. Bei den Apfeln ist genauso wie bei den Pawpaws. Die müssen stratifiziert werden, damit die überhaupt ja, keimen können. Und ja, das ist ein Apfel aus dem Wald, den mein Vater immer so gerne isst. Der ist halt immer in den Wald gegangen, hat sich dann Äpfel geholt oder gesammelt. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Samen. Mal schauen, was das für ein Apfelbaum überhaupt wird. Und die habe ich euch schon hier alle gezeigt. Hier kann man jetzt noch mal den Beinwell sehen. Ja, vergeilt so ein bisschen. Muss ich mal schauen, wo genau ich ihn wirklich hinsetzen möchte, damit er ein bisschen besseres Wurzelwerk bildet. Deswegen habe ich den ja auch pikiert. Hier noch mal in der Ecke kann man ein paar Ingwerpflanzen sehen. Auch wieder Graviola und meine Banane, die Silberbanane, die ja, hoffentlich treibt die noch mal aus den Wurzeln raus. Die ist da jetzt komplett abgestorben. Der ganze Strunk, jetzt ist nur noch das Wurzelwerk übrig, sollte normalerweise wieder austreiben, halte ich euch auch auf dem Laufenden. Und hier vorne sind auch jetzt noch mal ein paar Auberginenpflanzen. Und das ist Petersilie, ein Lichtkeimer zum Beispiel. Und hier vorne in den Schalen sind auch nochmal Auberginen und Petersilie da hinten in dem Kübel. Ich glaube, da hat sich auch ein bisschen Kohlrabi verirrt. Und ein paar Chilisamen. Und die werden beleuchtet von einer Lichtdusche. Kann man jetzt ganz schlecht sehen. Also das ist jetzt eine Lichtdusche. Die habe ich mir mal vor 3 Jahren gekauft. Weil das ist. Die nutzen halt manche Menschen als Therapie, wenn sie zu wenig Sonnenlicht bekommen, weil die halt 10.000 Lux haben, damit halt zum Beispiel ja, man besser schlafen kann, weil dann das Melatonin produziert wird für die Nacht. Also das Serotonin wird produziert, wird auch von Sonnenlicht produziert und dann, wenn es halt dunkel wird, wird daraus Melatonin, also das Schlafhormon. Und da habe ich mir die Lichtdusche gekauft und nach 2 Jahren habe ich dann festgestellt, dass dann die Pflanzen dieses Licht bevorzugen. Das ist ja kalt, das nennt man Kaltlicht. Und ich glaube, die hat über 6000 Kelvin. Und da beginnt dann dieses Tageslicht. Und da gibt es halt so eine Skala. Also Warmlicht und Kaltlicht. Die blende ich wahrscheinlich auch einfach ein, damit ihr wisst, was ich dir gerade erzähle. Und ich merke halt immer wieder, ich habe auch diese ganz normalen LED-Lampen hier, wie ihr auch sehen könnt, nur vorne auch im Video euch gezeigt habe. Und die Pflanzen finden dieses Licht viel ansprechender und wachsen auch zudem eher geneigt und auch kräftiger. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt diese kaltweiße LED-Licht bevorzuge. Da habe ich mir auch schon weitere Quellen bestellt. Und ich finde diese Pflanzlampen, ich weiß nicht, ja, ist wahrscheinlich mehr so Marketing- oder geldmäßig angesetzt. Natürlich wachsen die Pflanzen auch bei diesen Lichtern, aber ich muss wirklich sagen, dass durch diese weißen LED-Lichtern, also diese Lampen, die das volle Spektrum widerspiegeln, die Pflanzen einfach besser wachsen. Das sind jetzt meine Erfahrungen, die ich jetzt mit diesen Lampen gemacht habe. Was für ein schöner Ausblick hier oben. Jetzt sind wir gerade im Speicher bzw. im Dachgeschoss vom Haus meiner Eltern. Und hier habe ich noch mal ein paar Kaltkeimer ausgesät, die gleichen wie die im Gewächshaus stehen. Also hier könnt ihr jetzt zum Beispiel aufgegangener Salat sehen. Der ist jetzt ungefähr bei 17 Grad gekeimt. Hier hinten haben wir Rotkohl. Dann auch noch mal hier Salate
Kohlrabi, rote Beete und hier nochmal ein bisschen Zwiebeln mit reingetan. Also das ist fast das gleiche bis auf den Fenchel, was im Gewächshaus steht. Die mögen es halt eher kühl. Und hier haben sie auch wirklich genug Licht im Vergleich zur Temperatur. Und wie gesagt, das sind Kaltkeimer. Gibt ja den Unterschied zwischen Warm- und Kaltkeimer. Chili, Auberginen und Paprika zum Beispiel mögen es halt eher warm zum Keimen, während halt jetzt zum Beispiel diese Kulturen hier eher es kühler mögen. Also 17 bis 20 Grad und da keimen sie am besten. Und hier habe ich auch weniger die Gefahr, dass der Salat mir in die Höhe schießt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und nicht dabei vergessen, auf die Glocke zu drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr den Kanal und vielleicht auch das Video hier verbreitet, teilt auf Social Media Plattformen und Freunden, Bekannten und Familien auch von diesem Projekt hier erzählt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.